Wir befinden uns im Kunsthaus Graz. Wir haben gestern zwei Ausstellungen eröffnet, eine von Hegyu Yang, und in dieser Ausstellung befinde ich mich gerade, und eine zweite Ausstellung von Koki Tanaka im Space 02. Koki Tanaka ist ein sehr gefragter Künstler. Er hat gegenwärtig eine Teilnahme an der Biennale in Venedig und auch an den Skulpturprojekten in Münster, und er nimmt an einer Gruppenausstellung im Kunsthaus Zürich teil. Er hat für Graz eine spezifische Arbeit entwickelt. Im Zentrum steht die Anti-Atomkraftbewegung rund um Zwentendorf. Ihn interessiert, wie kann man das, was damals passiert ist, aktualisieren. Das heißt, er hat die ehemaligen Protagonistinnen eingeladen, zusammen mit Leuten aus der heutigen Generation einen alten Protestsong von damals umzuschreiben. Und damit hat er auch sein Interesse bekundet, zu sagen, das, was damals passiert ist, wie aktuell kann das auch für die Gegenwart sein? Und das hat sicher auch einen Hintergrund in den Ereignissen rund um Fukushima, die in Japan ja auch sehr, sehr heftig diskutiert wurden, also auch Atomkraft pro, contra. Und da gibt es für ihn eine Verbindung. Das heißt, es interessiert ihn, das, was so spezifisch Österreich ist, auszuweiten auf andere Ereignisse in der Welt. From the left and right. I had friends on the right. I didn't like that. Protest against the nuclear power plant in Zwentendorf was not only about the political action, but also cultural movement in a way, because there were so many musicians involved. And artists. And artists also. So that's also one of the way I could connect Zwentendorf and also this political action. And what you did, I mean, the workshop was done in English, that it changes its meaning. So from a song related to a very specific situation in Austria, it now addresses the world. So it has turned into a global song. Yes, that's true. Because, of course, the original song was good to know, but it has also specific meaning that it was also active in 70s, but they already did it. I mean, they already achieved to stop the nuclear power plant. So if they do rewrite the song, then it needs different meaning. So that's why I think the English some way changed the context into applied to our current situation. And it connects to other places. Yes. So then it's not only an event which is relevant for Austria, it then connects to other events. Yes. And Fukushima, so I think it's not a coincidence that you as a Japanese artist have had an interest in this subject. Yes. Yeah. The government wants to the paper, so maybe you can. Wir sitzen in der Ausstellung bzw. im Projekt von Hegyu Yang Lives Union. Wir haben dieses Projekt gemeinsam gemacht. Hegyu hat uns ein Konzept dafür eigentlich geliefert, und wir haben Vips aus Graz gefragt, uns ein Objekt Eros, Raumes, das vielleicht auch mit uns in Verbindung steht, als erweiterte Gastgeber sozusagen fürs Kunsthaus zu geben. Warum ist das? Es ist sicher ein wichtiges Projekt, um zu starten, oder? Ja. Hat es etwas mit einem Start? Wenn man vorbereitet, dann mag man vielleicht erstmal einen Schreck bekommen. Mhm. Was ist hier? Was sind das für seltsame Gegenstände? Weil man ihnen schon die Herkunft aus dem privaten Bereich ansieht. Mhm. Und nichtsdestotrotz, sie haben alle ganz eigene Merkmale. Sie sehen völlig unterschiedlich aus und sie formieren aber so etwas wie eine temporäre Gemeinschaft. Und jetzt ohne euch, das war ja auch interessant. Mhm. Wir haben ja definiert in der kuratorischen Sitzung, dass wir Menschen einladen wollen, die für uns wichtig sind, mhm, für das Kunsthaus. Aber ohne euch hätten wir das Projekt auch nicht machen können, weil ich noch zu kurz hier bin. Ja, es war in dem Sinne ein sehr dialogisches Projekt, dass man sich ja mal abtastet. Es ging ja auch darum zu sagen, wer ist eigentlich wichtig für diese Institution. Und in dem Zusammenhang zu reden, wen empfindet man als wichtig? Und wer ist dann auch so großzügig, hier teilzunehmen?
das war insofern interessant auch zu merken, wenn wir alle auch verhandeln, als Menschen, die uns etwas, die für dieses Haus etwas bedeuten.